Bürgerrechte gekappt, Nordkorea liegt im Sauerland. Na nun, Nordkorea soll im Sauerland liegen? Im übertragenen Sinne schon, wenn auch nur ein bisschen. Denn in dieser eigentlich ganz beschaulichen Ecke treibt die Direktion eines Amtsgerichtes ihr Unwesen, die mit nordkoreanischen Methoden versucht, in einem Zwangsversteigerungsverfahren mit dem betroffenen Schuldner kurzen Prozess zu machen. Ganz bewusst trifft sie zum Beispiel falsche Entscheidungen, die bundesrepublikanisches Recht mit Füßen treten. Allerdings wehrt sich dieser Schuldner, denn er hat meinen Ratgeber Nutze deine Rechte regelrecht inhaliert. Seither bombardiert er die obskuren Rechtsverdreherinnen mit Anträgen, Dienstaufsichtsbeschwerden und anderen ausgefuchsten Schriftverkehr. Resultat: So gut wie alle Fehlentscheidungen, die diese Direktorin heimtückisch in die Welt gesetzt hat, sind vom zuständigen Landgericht inzwischen wieder aufgehoben worden. Und die Übeltäterin selbst, die ist inzwischen nur noch ein nervliches Wrack. Geschieht ihr Recht? Wie steht es mit Ihnen? Sie müssen nicht gerade selbst durch die Hölle eines Zwangsversteigerungsverfahrens gehen. In Ihrem Alltag gibt es leider jede Menge andere Gelegenheiten, sich mit Beamten, Behörden und anderen Staatsdienern mächtig in den Haaren zu liegen. Und eins werden Sie früher oder später feststellen: Fehlbescheide und andere Auswirkungen dreister Beamtenwillkür sind in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen leider Gottes an der Tagesordnung. Was also tun? Meine klare Empfehlung: Nutzen Sie Ihre Rechte. Der Gesetzgeber hat Ihnen, der ganz normalen Bürgerin und dem ganz normalen Bürger, eine Vielzahl an Möglichkeiten an die Hand gegeben, um sich gegen haarsträubenden Fehlentscheidungen aus bundesdeutschen Amtsstuben effektiv zu wehren. Das Problem? Bisher, niemand hat Ihnen gesagt, dass es diese Rechte überhaupt gibt und wie Sie sie einfordern. Auch Rechtsanwälte halten damit gern hinterm Berg, denn die sind schließlich Teil des Systems und wollen es sich mit den Richtern und Staatsanwälten nicht dauerhaft verderben. Es hilft nichts. Wenn Sie Ihre Rechte nicht nutzen, dann tut es kein anderer für Sie. Und deswegen habe ich meinen Ratgeber Nutze deine Rechte geschrieben. Dieses einzigartige Buch zeigt Ihnen Schritt für Schritt, was Sie unternehmen müssen, um bei Beamten, vor Gericht oder im Konflikt mit anderen Behörden souverän zu Ihrem Recht zu kommen. Sie brauchen dabei keinerlei juristische Spezialkenntnisse. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.